Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einem neuen Video von unserem Kanal stickerpoint.de und heute haben wir das neue Pokémon-Set am Start. Und zwar werden wir ein 18er Display vom neuen Kamezin und Popo-Set Maskerade im Zwielicht öffnen. Wir haben hier das Ogerpon vorne drauf. Katapultra, sehr, sehr spielstarkes Deck. Sehr, sehr spielstarke Karte. Mal gucken, ob wir davon heute eine ziehen können von den Katapultra-Karten. Fatalicha ist hier noch mit am Start. Und ja, ich würde sagen, gar nicht lange um den heißen Brei herumlabern. Wir gehen rein. Blutmond Ursaluna haben wir hier oben noch drauf. In die 18 Booster. Na komm, kriegen wir das auch hier vielleicht mal hin, so. Na. So. So stehen die Dinger im Laden. Ich bin gespannt, 18 Packs haben wir am Start. Mal gucken, was wir hier raus ziehen können. Es sind einige spielstarke Karten in dem Set. Sammlerisch ist das Set vielleicht nicht so geil, aber wir haben auch geile alternative Artworks hier drin, zum Beispiel von Quajutsu. Die würde ich sehr, sehr gerne ziehen. Quajutsu ist ja so eins meiner Favorite Pokémon. Aber wir starten einfach mal rein. Wir haben hier einen Knappe, dann haben wir einen Golking, Nasgnet, einen Sonnkern, Tracys Unterstützung, Meistergriff, Natatox, Tangela, Palimpalim und ein Hisui Arcani. Zweites Pack geht auf. Was können wir hier so ziehen? Ja, wir haben wie gesagt schon das. Wir haben das Quajutsu in dem alternativen Artwork. Wir haben verschiedene Ogerpons hier drin. Die gute Hanna heißt sie, glaube ich, auf Deutsch, in einem alternativen Artwork. Wir können aber auch zum Beispiel Niki Ragi ziehen, auch eine sehr spielstarke Karte, wo man sich hier ja Unterstützerkarten suchen kann. Und ein Frostdetje. Wir haben aber auch die Ogerpons hier drin, wovon das, ich weiß nicht, ob es nur das Pflanzendeck betrifft. Nur das Pflanzen-Ogerporn, aber ansonsten sind die, glaube ich, alle ja auch sehr spielstark. Wir haben dicke Freunde-Knops in Gold hier drin. Also wirklich sehr, sehr viele coole Karten. Maske des Oni haben wir hier für die Ogerpons. Den Spezialhammer, Morcha Reverse, Sankabu und Hytera EX. Unsere erste EX-Karte im heutigen Video. Was macht die? 300 KP. Weiterer Tausch. Einmal während deines Zuges kannst du eine Basisenergie von einem deiner Pokémon auf ein anderes deiner Pokémon verschieben. Okay. Und Rückkehr 180 Schaden. Du kannst so lange Karten ziehen, bis du 6 Karten auf deiner Hand hast. Joa. Also ist mir jetzt noch nicht zu hören gekommen, dass man Hytera spielt. Aber vielleicht gibt es dafür auch irgendwann mal ja, die passende Alternative. Urglamier am Start, Sonflora, die Boomerang-Energie, Wutpilz in Reverse, Normifin und oh, okay, wir starten rein mit einer Full Art. Die Brunnenmaske Ogerpon EX, Terra Crystallized, mit Schluchzer, macht 20 Damage und das verteidigende Pokémon kann sich nicht zurückziehen in der nächsten Runde. Und dann haben wir die Sinnflutpumpe. Du kannst 3 an dieses Pokémon angelegte Energien in dein Deck mischen. Wenn du das machst, fügt diese Attacke auch ein Pokémon auf der Bank deines Gegners 120 Schadenspunkte zu. Ja, das ist nicht ganz so schlecht. Aber das Pflanzen-Ogerpon ist deutlich stärker. Aber hey, wir haben unsere erste Full Art. Was sehr nice ist. Kann so weitergehen.
Ich würde mich halt einfach hier sehr über auch über einen, ja, das normale Katapultra EX freuen, weil es wirklich ein sehr, sehr starkes Pokémon ist, spielstark. Groldra in Reverse haben wir hier am Start. Den braucht man natürlich auch dafür. Und ein Eisenblatt in Holo. Weil Katapultra macht für zwei Energien, ich glaube eine Feuer, eine Pflanzenenergie müsste es sein, macht Katapultra 200 Damage und 60 Damage auf der Bank. Und währenddessen haben wir hier noch ein Fandra mit dabei, mit Erkundungsbefehl. Einmal während deines Zuges kannst du dir die obersten zwei Karten deines Decks anschauen und eine von ihnen auf deine Hand nehmen. Lege die andere Karte unter dein Deck. Und es ist Feuer- und Psychoenergie, nicht Feuer- und Pflanze. Aber das ist natürlich auch sehr gut, weil dann kann man hier ja auch jede Runde sich noch eine Karte zusätzlich mit dazu holen. Ist quasi wie Kurelei, nur dass die zweite Karte nicht in die Lost Zone kommt, sondern halt einfach wieder unters Deck gemischt wird oder gelegt wird. Was auf jeden Fall auch sehr cool ist. Dann haben wir hier Resladero am Start, Kadabra, Tangolos, Toxipet, das Gemeindehaus, Eisenbündel, Voluminas, Paragoni, Amphizel, okay, und Beatori. Amphizel brauchen wir natürlich auch, wenn wir Quajutsu ziehen und spielen wollen. Denn der Gute hat auch eine spielstarke Karte bekommen. Wir haben hier einen Shinux am Start. Dann das gute Pipi mit Moonkick, sehr süßes Artwork. Knatox, Luxio, der Glückshelm, Magnein, Eisenbündel, Gemma in Reverse, Praktibalk und da ist es, Türkis, grüne Maske, Ogerpon EX. Das ist so meines Wissens nach das spielstärkste der Ogerpons, denn wir können mit Türkisgrüner Tanz während unseres Zuges eine Basisenergiekarte aus der Hand an dieses Pokémon anlegen und wenn wir das machen, dann können wir eine Karte ziehen. Also wir können quasi hier zwei Pflanzenenergien pro Runde anlegen. Und mit Laubschauer machen wir für jede Energiekarte an den beiden aktiven Pokémon 30 Schaden mehr. Das ist schon sehr nice. Sehr schön. So, wir haben noch keine Art Rare gezogen. Oder Illustration Rare. Und ja, mal schauen. Wir hier vielleicht auch noch eine Fandra, wichtig. Ob wir hier vielleicht auch eine Acebex drin ziehen können. In dem 18er Display. Wir haben Laternecto und ein Dinglu. Acebex ist hier, ich glaube, die spielstärkste, die man ziehen kann, der Stempel. Ich weiß aber gerade leider nicht den genauen Wortlaut oder die genaue Bezeichnung. Der Festplatz, Wampitz haben wir hier am Start, Florges, Voltrian, Goldini und ein Simsala. So. Jetzt langsam könnte es losgehen. Das 18er Display hat auf jeden Fall noch Potenzial. Schauen wir mal. Wir haben die begleitende Flöte, die Boomerang-Energie, Sabayone, Cupidos und ein Pinsir in Illustration Rare. Sieht super cool aus. Richtig schönes Artwork, dieses Pinsir. Und dahinter noch ein Fatalicia in Holo. Aber das Pinsir-Artwork hier, das gefällt mir wirklich sehr. Schaut es euch nochmal an. Wie glücklich es da steht auf der Wiese neben dem Baum. Richtig, richtig cool. Gerne mehr davon. So, wir haben einen Bachschwarm. Vulpix, Evoli, Girafarik, Sinius, Quappo, Serapendra, Picolente, ein Pampyro und ein Skelabra. Ich weiß gar nicht, ist die Evoli Artrare hier mit drin oder war die im letzten Set? Habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Mocha, Picolente, Vulnona, Trombok,
Gemma, Milotic, Ariados, Sir Apfel, Flabebe und ein Boninu. Wie viel haben wir denn noch? 5 Packs. Wir haben nochmal jedes Artwork einmal und wie heißt es? Fatalicia, glaube ich. Doppelt. Gucken, was die letzten 5 Booster uns noch bringen bisher. Ist die Ausbeute nicht so stark. Aber das kann sich natürlich alles noch mit einem Hit ändern. Stolos, ein Blip, Esladero und ein Brüllschweif EX. Mit Gebrüll und Knirscher. Okay, mit Gebrüll kann der Gegner in der nächsten Runde keine Unterstützerkarte spielen. Und mit Knirscher mache ich 120 Schaden und lege eine Energie vom aktiven Pokémon des Gegners auf den Ablagestapel. Ja. Wenn man, also vielleicht wenn man ein Psycho-Deck spielt, kann man den mit reinnehmen, wenn man noch irgendwo einen Slot frei hat. Aber ich denke, da gibt es auch bessere Pokémon. So, den haben wir hier. Urgel, Nigiragi, wichtig, Weberak, Quapuzzi und Cupidos nochmal. Entschuldigung. Knapfel, Flauschling, ein Lichtel. Hoppala. Püffchen, bleib hier. Der Küchenchef, Pixie. Oh, und wir haben eine Ace-Bex. Nigiragi. Und, oh, wir haben den Aufwischwirbel. Nimm eins deiner Pokémon und alle angelegten Karten auf deine Hand. Das ist auch nicht schlecht auf jeden Fall. Dann haben wir noch Vulnona und das Ogapon in Holo. Auch eine der besseren neuen Ace-Backs hier, weil wenn du hier ein Pokémon hast mit Damage-Counter oder ähnliches, was vielleicht in der nächsten Runde sonst draufgehen würde, kannst du es einfach wieder auf deine Hand zurücknehmen und dann ist nichts passiert. Ja, oder bei Pokémon, die Effekte haben, die sich nur aktivieren, wenn man sie spielt, ist das auf jeden Fall schon sehr gut. Wir haben hier nochmal ein Shinux, Kadabra und ein Benezaru. So, Freunde, Last Pack Magic. Ich hoffe, dass hier nochmal was kommt jetzt. Bisher war die Ausbeute okay, aber jetzt noch nicht so, dass ich sage, hey, war ein geiles 18er Display. Aber sonst, ja. Ja, wir haben, wobei doch, wir haben eine Full Art, wir haben eine Art Rare, wir haben eine Ace-Backs. Das ist schon okay. Freunde, wenn ihr auch Bock habt, euch ein Display zu gönnen, 18er Display oder 36er Display oder andere Produkte zu Maskerade im Zwielicht, gerne mal die hier, die Videobeschreibung anschauen. Genau, das ist verlinkt, während wir hier nochmal ein Frost-Detje ziehen und das sieht auch richtig, richtig krank aus. Diese 3D-Zeichnungen, nenne ich es jetzt einfach mal, sieht richtig stark aus. Und dahinter haben wir nochmal ein Heatran in Holo. Und ja, das Frostdietje, das war der Hit, den ich noch gebraucht habe in dem Display, um zu sagen, hey, ja, das war doch ganz gut. Ich meine, wir haben 2 Illustration Rares, beziehungsweise Art Rares, eine Ace-Bex mit Aufwischwirbel, 2, beziehungsweise, ja doch, 2 normale Eggs, ein Terra Crystallized Ogapon, was sehr spielstark ist, und die Brunnenmaske Ogapon in Full Art. Okay, all in all kann man damit, glaube ich, sehr zufrieden sein. War ein schönes Video. Gerne Daumen nach oben da lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen, um kein Video mehr zu verpassen. Videobeschreibung abchecken, wenn ihr auch Pokémon-Karten öffnen wollt, zu Maskerade im Zwielicht oder den anderen Sets. Gerne einfach mal im Shop vorbeischauen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.